ist eigentlich immer gut, ne? Und wenn man das mit der ganzen Familie macht, ist das schon schön. Nur Genießer fahren Fahrrad. Das wissen nicht allein die Prinzen. Und warum? Da nicht einmal den gesamten Bezirk Reinickendorf auf dem Rad erkunden. Die letzten zwei Jahre musste das Gemeinschaftsprojekt von TSV Berlin-Wittenau, VfB Hermsdorf und VfL Tegel Corona-bedingt leider ausfallen. Nun heißt es wieder bei der Fahrradrallye in die Pedale treten. Na, weil Fahrradfahren einfach Spaß macht. Ich finde das hier richtig toll, macht richtig Spaß. Ist für jeden was dabei. Und da wir eben im Norden wohnen und vielleicht noch ein paar Ecken nicht kannten, haben wir gedacht, machen wir doch einfach mit. Über 40 Kilometer lang ist die Strecke, die durch 8 Teile Reinickendorfs führt. Start- und Zielpunkt ist die Familienfarm in Lübars. Auch an die Kleinen wurde gedacht. Bei der Mini-Rallye können die Kids ihre ganz eigene Erkundungstour machen. Natürlich sind sie nicht auf das Fahrrad beschränkt. Und jeder hat da seinen ganz eigenen Favoriten, was am meisten Spaß macht. Das Rollerfahren. Das Laufradfahren. Das Fahrradfahren. Neben dem Radfahren steht ein umfassendes, buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein auf dem Plan. Kids können sich an unterschiedlichen Ständen der Vereine ausprobieren oder die vielfältigen Auftritte der Abteilungen auf der Bühne verfolgen. Gemeinsam mit der Staatssekretärin für Sport, Nicola Böcker-Giannini, wird der Startschuss für die Sport-im-Park-Saison gegeben. Zudem wird der niegelnagelneue Laufpark Reinickendorf vom Bezirkssportbund und dem Bezirksbürgermeister offiziell eröffnet. Denn das Ziel, Menschen auch außerhalb des Bezirks dafür zu gewinnen, Sport in Reinickendorf zu machen, dort zu laufen und sich dabei gleich auch die Attraktion von Reinickendorf, sich darüber zu informieren und anzuhören, ist doch eine klasse Idee. Solltet ihr Reinickendorf also mal nicht mit dem Rad, sondern beim Spazieren oder Joggen oder Walken erkunden wollen, ist der Laufpark die richtige Alternative. Es ist die Einzigartigkeit, die wir hier in Reinickendorf haben. In Berlin gibt es bis jetzt noch keinen Laufpark. Und dementsprechend haben wir ein Laufstreckennetz über 21 Routen gemacht, die den Tourismus mit einbindet in den Sport und damit auch ein neues Highlight in Reinickendorf zu setzen. Ein gelungenes Familienfest und gleich mehrere tolle sportliche Neuerungen für den Norden der Hauptstadt, die definitiv einen Besuch wert sind. Am besten aber mit dem Rad, ist ja klar, denn nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller nach.